How's August? Nicht so schlimm, meine Damen. Danke. Also, Renner, es tut mir aufrichtig leid. Was soll ich machen? Los, guck mal hier. Was ist denn los? Sie wollen also jetzt abreißen, aber erst in 2 Jahren hier raus. Ja, dafür soll das leider nicht gehen. Baugenehmigung, die Formalitäten, aber Sie wissen das ja. Entschuldigen Sie. Ja, bitte. Dann sollten Sie bestimmen können, was hier auf dem Hof passiert. Ja, das kann man wohl sagen. Aber willst du hier abreißen? Können wir da nicht so spielen? Naja, eigentlich habe ich nichts dagegen. Aber nicht in diesem Schuppen. Der ist lebensgefährlich. Ist doch klar. Könnten wir jetzt bitte schriftlich haben? Alle 8 Tage. Wir würden es noch weit bringen. Aber mein Wort genügt doch wohl. Unterzeugen. Also viel Spaß dann. Kommen Sie, Herr Renner. Ich weiß, was wir mit dem Hof machen können. Du meinst, du weißt, was du mit dem Hof machst? Ich werde es zu dir ansetzen. Lass dich gespannt. Also, mein Bruder Achim arbeitet doch auf dem Bau. Na und? Wir werden uns einfach ein paar Leute kommen lassen, die Asphaltdecke vergrößern. Wenn ich schon höre, Leute kommen lassen, typisch Tommy. Die Asphaltdecke vergrößern, wenn sie so schön kuschelweich und so warm ist, dann müssen wir uns jetzt schon totschwitzen. Außerdem eine absolute Todesfalle für Roma. Asphalt macht jedes Dunkel kalt. Nun lass mal von mir reden. Also, wir machen eine Rollschuhbahn. Super, spitze! Vorne am Eingang machen wir eine Karte. Pro Mann eine Mark. Und ich als Kassenbahn. Das wäre eine Monat. 1500 Mark, du halt. Also ich von der Wohnpartei stimme für Aufreißen, Umgraben und Pflanzen. Total bekloppt, das macht nur Arbeit und bringt keine Kohle. Ich weiß nicht, wie stark wir sind können. Klasse! Ich denke, du bist auf meiner Seite. Na klar doch. Tut mir leid. Mach zwar keine Kohle, aber ich will dir zum Liegen und Toben. Ja, da gibt's eine Idee. Eine Kuh als Rasenmäher und Düngeeinrichtung. Und dann teilen Büschen und Böschen. Und Büsche zu verstecken. Ja, ja, mit deinem Wurmonkel. Möchtest du selber mal? Und Blumen und Tomaten und ein Apfelbaum und ein Schwimmbecken. Und dann laden wir alle ein. Das möchte ich sehen. Von welchem Geld wollt ihr denn das machen? Ach, da lassen wir das jemand kommen. Nee, wir fangen einfach an. Und wenn es 2 Jahre dauert. Ja, und dann könnt ihr alles wieder einreißen. Ich will eine Rollschuhbahn, Andi auch. Andi? Habt ihr doch gar nicht gesagt. Ich fand doch eigentlich gerne Rollschuh, oder? Aber da ist 12 Stunden am Tag, das wird ja blöde. Andi, ich quatsche mich um. Bist du jetzt mein Freund oder nicht? Na klar. Hattest du was nicht mit? Los, komm. Na gut, bei dem Kampf. Achtung, da kommt. Was ist das denn? Hier entsteht ein großer Rollschuhplatz. Das könnte denen so passen. Das können wir auch. Thank you.
mich auf Schatz zu, wo stellen wir uns hinter der Muskel an? Ganz schön fleißig. Und Ihre Werkzeuge werden ja aufgeschmissen. Ein Boden, der so lange verschlossen war, muss erst mit guter Ehren wieder aufbereitet werden. Hier, da habe ich ein bisschen Vorsatz mitgemacht und einen Garten. Das ist ja lebendig. In dieser Handvoll Erde sind mehr Lebewesen als auf der ganzen Erde Menschen. So, so. Kluges Kerlchen. Da wollt ihr noch was braucht? Herr Renner! Augenblick. Sehen Sie mal, wir kriegen eine Menge Unterschriften. Da hoffe ich auch ein bisschen Hilfe. Allein ist das hier nicht zu schaffen. Ich muss
heute Nacht an. Schützen. Schließlich soll er uns doch.